Wir kommen jetzt zu einer neuen Kategorie. Es ist eigentlich keine Kategorie, weil wir machen sie zum ersten und zum letzten Mal. Aber wenn wir ganz kurz den Gregor reinbitten könnten, denn der hat etwas vorbereitet. Und zwar hat er einen Briefumschlag mit schlechten Witzen. Was sind die schlechten Witze? Gregor, kannst du ganz kurz erklären, war das schon Teil des Gags? Wenn ich alles außer Ja sage, wirft das kein gutes Licht auf mich, oder? Also ja. Es war Absicht, ja. Natürlich. Wir machen einen Staring-Contest. Wer zuerst lacht, hat natürlich verloren. Um den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu erhöhen, werde ich jetzt aus dieser Liste von den schlechtesten Witzen, den werde ich laut vorlesen. Und Punkt. Das ist das Spiel. Ich kann nicht ernst bleiben. Ja, dann lassen wir es. Ich versuch's. Gut. Aber die Witze auch sehr schlecht. Ja. Naja. Wiese sind nicht schlecht. Ich weiß es nicht. So, guckt euch bitte an, wer zuerst lacht, hat verloren. Ich glaube niemand. Ich verstelle auch die Stimme, damit es noch lustiger ist. Wer ist die Tante? Nein, aber jetzt. Nein, ich mach's nicht. Jetzt kommt der Witz. Wie heißt die Tante von Osama Bin Laden? Antwort: Tante Emma Laden. Nein, komm her! Es tut mir leid, ich kann's nicht. Das ist so schlecht. Der ist okay, komm, 15. Nächster Witz. Welche Tante? Ich lachen. Ich weiß auch nicht, was wir bei dem gedacht haben. Ich dachte, der zieht die Massen an. Ja, er war früher war er noch jung und niedlich. Wegen der Lache haben wir ihn letztendlich genommen. Weil die so ansteckend ist. Das ist so schlecht. Aber jetzt habt ihr ja den Buden. Ja, schwierig, gell? Welche Lache die bei einer Sendung. Jetzt, hallo? Man könnte Lachsäcke mit Eddie-Lache rausbringen. Du jetzt eigentlich verloren? Nein, oder was? Ich meine überhaupt nicht mit. Guckt euch jetzt an. Oh Gott. Lachsäcke. Morgen. Was findet mein. Ede! Das ist doch lächerlich! Was versuchst du denn hier durchzudrücken? Ihr Vollidioten, ey, hört doch mal auf! Ihr Vollidioten! Ey, hört doch mal auf! Es ist nach 11, normalerweise ist Eddie dann schon im Bett. Ja, guckt euch jetzt an! Okay. Entschuldigung, böse gucken. Was findet man bei einem Kannibalen in der Dusche? Head and Shoulders. Du hast dir Mühe gegeben, ich hab's genau gesehen. Was ist für Scheiße? Nee, das ist nee. Gott, mir Gott. Los, es steht 1-1, guckt euch jetzt an. Okay. Was macht. Das ist so dumm. Was macht. Als ob es bisher nicht dumm gewesen wäre. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Den kennst du. Du sollst nicht raten! Das ist kein Quiz! Du sollst einfach ernst bleiben! Aber ist doch gut! Ist doch gut, wenn man es weiß! Ich hab deine Augen gesehen, die waren wirklich so. Oh, ich weiß es! Faxen! Das wird niemals die 1-Million-Frage bei der Millionär. Hast du nicht ernsthaft hier drauf geschrieben? Und nun die Frage für 1 Million Euro. Was macht ein Clown im Büro? A. Faxen. B. Tackern. Okay. Ich weiß es! Ich lache Tränen. Okay. Guckt euch bitte nochmal an. Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Hinterm Haus. Okay, der ist auch richtig scheiße. An welchem Tag sinken die meisten U-Boote? Am Tag der offenen Tür! Es ist halt auch schwer, wenn du das noch verstehst. Ja, ich mach das schwer. Du bist halt Unterhalter. Das ist gespielt. Ja, ich hab auch einen guten. Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Eine Nuschel. Ja, nicht? Witzig. Ja, versteht's nicht. Guckt euch bitte an. Voll die Stimmung. Achtung, jetzt kommt ein Knaller. Welche Handwerker essen am meisten? Warum lachst du denn? Was war denn das jetzt? Also, welche Handwerker essen am meisten? Antwort: Maurer, die verputzen ganze Häuser. Dann machen wir doch weiter mit. Was ist braun und sitzt hinter Gittern? Mir kommen so viele gute Antworten in den Kopf. Eine Knastanie. Okay, die deine nicht. Wären besser gewesen. Definitiv. Ja. Okay, dann du hast gewonnen, Simon. Warum? Warum? Ja, weil du gerade gelacht hast. Überhaupt nicht. Er hat gelacht. Du hast doch wohl gerade gelacht. Nein, er hat überhaupt nicht gelacht. Vor dem Witz hat er doch schon gelacht. Was sucht ein Einarmiger in einer Geschäftsstraße? Einen Second-Hand-Shop. Nichts?
Nee. Ich fühle nichts. Fühlst du? Ich auch nicht. Danke, das ist neu. Ich komme wieder zu dir, Eddie. Na, was denn? Na gut, okay. Nein, ich kann dieser Anziehung nicht. Nein, gut. Ich lasse euch jetzt alleine. Ihr könnt einfach miteinander reden, weil ihr euch so lange nicht gesehen habt. Und wir vergessen einfach, dass wir hier eine Sendung machen. Das haben wir, glaube ich, schon. Das haben wir nicht, das habt ihr!